Freunde, hier ist der Luke. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, gerade eben war die Premiere vom neuen Trailer von Battlefield 2042 und zwar ging es um den neuen Hazard Zone Modus. Da wartet man ja schon ein bisschen länger auf Informationen, was das jetzt genau ist. Ich meine, die ganze Zeit gab es Gerüchte, dass es so eine Mischung aus vielleicht Battle Royale und Extraction Mode ist, also ähnlich wie Tarkov oder Hunt Showdown. Und genau das hat sich jetzt auch bestätigt. Wir gehen also mit unserem Team in die Hazard Zone, die übrigens auf allen Karten von Battlefield 2042 stattfinden kann. Es gibt also anscheinend keine extra Karte dafür, wie in anderen Battle Royals zum Beispiel. Also das findet auf den ganz normalen Multiplayer-Karten statt. Jeder aus dem Team sucht sich dann einen Spezialisten aus. Man kann auch in jedem Team nur jeweils einen dieser Spezialisten haben. Also wir können nicht zum Beispiel mit zwei oder drei Caspers oder Borises reingehen. Da muss man dann also erstmal rausfinden, was eine gute Mischung aus Spezialisten ist, dann jeweils für so ein Match. Hat man dann eine Mischung gefunden, geht's ab in die Hazard Zone. Hier angekommen müssen wir dann von abgestürzten Satelliten Festplatten sichern. Die werden allerdings von NPCs bewacht, ähnlich wie in Hunt Showdown, wo man ja auch Kämpfe gegen NPCs führen muss oder Tarkov. Und natürlich wollen auch die anderen realen Mitspieler diese Festplatten haben. Also darum werden dann halt die Scharmützel geführt. Des Weiteren muss man dann mit diesen Festplatten sozusagen extrahieren von der Karte. Es gibt wohl zwei Phasen, wo man extrahieren kann. Und es können zwei Teams extrahieren. Maximal, logischerweise. In der ersten Phase 1, in der zweiten Phase 1. Auf PC und den New Generation Konsolen gehen wir mit 32 Personen rein, maximal. Auf den älteren Konsolen mit nur 24 in Anführungsstrichen. Rechnen wir das mal runter. Bei Vierer Teams wären das 32 durch 4. 8 Teams, also 6 Teams bleiben auf jeden Fall auf der Karte zurück und maximal 2 können halt extrahieren. Können natürlich auch weniger sein. Kann auch mal vorkommen, dass in einem Match gar keiner extrahiert. Alles möglich. Das heißt aber natürlich, dass es diesem Hunt-Showdown-Prinzip, da können nämlich zum Beispiel alle Teams extrahieren, wenn sie wollen, dem Ganzen noch so eine andere Ebene gibt. Also es ist halt, wie gesagt, tatsächlich eine Mischung aus Extraktion. Man muss was bergen und wieder rausgehen. Und Battle Royale, in dem halt nicht alle Teams extrahieren können, sondern man schon darum kämpfen muss, wer am Ende übrig bleibt. So, jedes Hazard Zone Spiel beginnt in einem sogenannten Missionsgebiet Briefing Bildschirm. Das ist so eine Übersicht über das Gebiet halt, wo der Kampf stattfindet. Hier erfährt man, in welcher Region der Karte, auf der man spielt, mit höherer Wahrscheinlichkeit Datenlaufwerke, Gegner und Uplinks sind. In Gebieten mit einer geringen Wahrscheinlichkeit gibt es natürlich weniger Feindkontakt, dafür aber auch weniger von diesen Datenlaufwerken. Wenn man also sozusagen ein größeres Stückchen von dem Kuchen haben will, muss man halt in die Gebiete mit höherem Risiko droppen. High Risk, High Reward sozusagen, kennen wir ja schon aus anderen Spielen. Dann wählt man halt, wie gesagt, die Spezialisten aus, die sich dann nach Möglichkeit ergänzen sollten, damit man höhere Überlebenschancen hat. Damit müssen wir noch rausfinden, was da gute Kombinationen sind. Mit Schwarzmarkt-Credits, sogenannten SMCs, kann man dann Waffen und Ausrüstungsobjekte kaufen. Diese SMCs verdient man halt in der Hazard Zone auch am meisten wahrscheinlich, wenn man möglichst viele von diesen Festplatten extrahiert. Und ich denke mal, wenn man andere Mitspieler niederstreckt, wird man da wahrscheinlich auch was für kriegen. Also mit gewissen Aktionen in der Hazard Zone kriegt man mehr Schwarzmarkt-Geld und kann sich dadurch natürlich bessere MPs, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre kaufen etc. Es gibt natürlich auch sowas wie Munitionskisten, Sanitätskisten, Rauchgranaten, Raketenwerfer, womit man dann Fahrzeuge behaken kann und so weiter und so fort. Neben diesen Ausrüstungen kann man aber auch taktische Upgrades kaufen, um sein Überleben doch zu sichern. Zum Beispiel Insider-Informationen, die die Landepositionen abstürzender Kapseln 30 Sekunden vor ihrer Ankunft anzeigen. Ihr habt also ein bisschen mehr Zeit, um dahin zu gelangen. Oder verhandelte Beute, da bekommt man 50% mehr Schwarzmarkt-Credits für die Neutralisierung feindlicher Streitkräfte. Sowas wie ein Schnellziehholster, wechselt die Waffe 15% schneller etc. pp. Da gibt es halt 15 Stück dieser taktischen Upgrades. Das war jetzt nur mal ein Beispiel. Dann stürzen wir uns erstmal in die Landezone und suchen dann mit dem einzigartigen Scanner von Hazard Zone nach den abgestürzten Kapseln mit den Datenlaufwerken. Man hat also irgendeinen Scanner, der einem so grob die Richtung anzeigt, wahrscheinlich, wo diese Laufwerke sein könnten und bewegt sich logischerweise in die Richtung. In unserem Weg sind dann natürlich die anderen No-Pads und auch KI-gesteuerte Besatzungstruppen, die die Laufwerke beschützen. Man muss allerdings vorsichtig sein, weil man kann gefallene Mitglieder des Teams nur unter bestimmten Umständen zurückholen. Es ist also nicht so, dass wenn man tot ist,
tot ist, sondern man kann von seinen Teamkameraden noch irgendwie zurückgeholt werden. Denn glücklicherweise findet man am Boden einige Hilfsmittel, die einem helfen, wenn der Feind sich nähert. Es gibt zum Beispiel Munitionsstationen auf der Karte, damit man weiß, wo man immer frische Munition kriegt, und halt die sogenannten Uplinks, die ich schon am Anfang erwähnt habe. Das sind halt Laptops, die zufällig spawnen auf der Karte und dann für eine bestimmte Anforderung kodiert sind. Es gibt drei Typen. Einmal den Unterstützungs-Uplink, der fordert einen Ranger an, also unseren MG-Hund. Dann haben wir einen Fahrzeug-Uplink, der fordert eins von diesen Recon-Jeeps an mit dem MG, ihr erinnert euch, aus der Beta. Und jetzt kommt's nämlich, der Wiedereinstiegs-Uplink. Der ermöglicht uns halt, Truppenmitglieder zurück ins Spiel zu holen, die gestorben sind. Das ist halt ähnlich wie bei Apex. Da kann man ja an den Boxen von seinen gefallenen Kameraden auch dieses Ding sammeln, womit man sie dann an den Stationen wiederholen kann. So, jetzt wird's interessant. Das erste Extraktionsfenster öffnet sich dann kurz nach der Ankunft. Zufällig irgendwo auf der Karte. Wenn man weiß, wo das ist, muss man sich beeilen, da man nur wenig Zeit hat, da sicher an Bord zu gelangen. Man muss also schnell sein. Die ersten Datenlaufwerke schnappen und sofort wieder verschwinden. Diese Zone wird mit grünem Rauch markiert und man muss sich dann logischerweise gegen auch wieder NPCs und die anderen Einsatzkommandos verteidigen, während man versucht, halt auf den Helikopter zu kommen, um sich ausfliegen zu lassen. Da wird so ein Counter ablaufen und wenn man es nicht schafft, also das kann auch zum Beispiel sein, dass ein Truppenmitglied es nicht rechtzeitig schafft und der hat dann leider Pech gehabt und bleibt dann tatsächlich anscheinend alleine zurück und muss dann im zweiten und letzten Extraktionsfenster entkommen. Ist diese erste Extraktion vorbei, setzt der Sturm damit voller Wucht ein und es wird halt noch gefährlicher auf der Karte. Und jetzt hat man, wie gesagt, nur noch eine Chance, die Karte halt heile zu verlassen. Jetzt wurden wahrscheinlich schon die ursprünglichen Datenlaufwerke von anderen Nopads geborgen, die man allerdings jetzt mit dem Datenlaufwerkscanner auch orten kann. Vorsicht ist jedoch geboten, denn die anderen können das logischerweise auch. Das erinnert mich jetzt stark an Hunt, denn wenn man da das Bounty hat, also das Monster erlegt hat und dann auch zur Extraction will, sehen alle anderen ja auch, wo man ist auf der Karte und wollen euch natürlich den Weg abschneiden. Jetzt kann man sich natürlich entscheiden, ob man jetzt noch logischerweise Jagd auf die anderen macht, um sich mehr Datenlaufwerke zu sichern oder sich darauf konzentriert, selber zu entkommen. Alle übrig gebliebenen Teams kämpfen dann logischerweise um die letzte Fluchtmöglichkeit, weil alle zurückbleibenden Teams dann alle gesammelten Datenlaufwerke an den Sturm verlieren und auch die vorher gekaufte Ausrüstung bleibt zurück. Wie wir schon im Trailer gesehen haben, kann jedes Mitglied im Trupp 3 Datenlaufwerke tragen, also man könnte theoretisch dann mit 12 entkommen bei einem Vierertrupp. Trupps, die Datenlaufwerke bergen und erfolgreich extrahieren, werden dann, wie gesagt, mit den MSCs belohnt. Außerdem erhält man für gewisse Aktionen, wie zum Beispiel Kills, einen Bonus. Je mehr Datenlaufwerke man extrahiert, desto höher fällt die Belohnung aus, logischerweise. Gleichzeitig steigen dann auch die EP, die man für diese Runde bekommt. Und das schaltet dann Sachen im Battle Pass frei oder hebt eure Gesamtstufe an. Das kennen wir ja aus etwaigen anderen Spielen. Je mehr SMC man sammelt, desto bessere Ausrüstung und Upgrades kann man kaufen für zukünftige Spiele. Es dreht sich also alles im Kreis. Es gibt auch eine Evakuierungsserienmarkierung. Das sorgt dafür, dass Preise für Waffen und Ausrüstung etc. günstiger werden. Das heißt, wenn man hintereinander aus Spielen extrahiert, bekommt man halt dadurch auch Vergünstigung. Das zählt so lange, wie man diesen Spezialisten spielt, der diese Markierung hat. Und man, wenn man es einmal nicht schafft, ist sozusagen dieser Bonus wieder weg. Hier sehen wir dann nochmal so eine Karte, wie sie nach dem Spiel oder nach einer Extraktion dann aussieht. Oben haben wir die Spieler, darunter dann ihren Rang bzw. die tollen Aktionen, die sie geleistet haben. Unten Data Drives Collected, Players Killed, Data Drives Extracted, Players Revived und Players Respawned. Also einfach ein kleiner Überblick darüber, wie unser Match so gelaufen ist. Erwähnenswert ist auf jeden Fall noch, dass diese Schwarzmarkt-Credits nur über Gameplay erworben werden können. Also ihr könnt die nicht mit echt Geld kaufen. Kein Pay-to-Win, schon mal eine gute Sache. So, das war der kleine Überblick. Wie funktioniert das überhaupt, dieses Hazard Zone? Was kommt da auf uns zu? Das war alles, was man so bis jetzt weiß, grundlegend. Für mich klingt das nach einer bunt zusammengewürfelten Mischung aus verschiedensten Elementen, die wir schon aus anderen Spielen kennen. Wie gesagt, Apex, Tarkov, Hunt Showdown, Battle Royale etc. Klingt auf jeden Fall ganz funny, ist ein bisschen anderer Take, dass man so Datenlaufwerke sammeln muss und davon auch mehrere hat, gleichzeitig aber auch die anderen sehen kann. Also es verbindet dieses Extraction-Ding mit einer Prise Battle Royale. Klingt auf jeden Fall ganz spannend und ich werde auf jeden Fall dabei sein. In meinen Streams wird es auf jeden Fall zu sehen sein. Wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich bin auf dem Weg zur 1000. Ab geht's!
Was denkt ihr so? Wäre das was für euch, dieser Modus, oder so gar nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, ne? Bis dahin, tschüss!